So, jetzt geht es wieder runter. Besser gar nicht wünschen. Wir fliegen über den Fernsehturm weg, dann nach Esslingen, Lochingen, dann rüber nach Kirchheim, vor nach Tübingen, von Tübingen Richtung Herrenberg über Poltringen hinweg und dann wieder hier zurück zu landen. Eine halbe Stunde Flughöhe, so tief wie möglich. Ja, also so tief man darf und gesetzt ist, weil die Stimme nur mehr. Bitte beim Einsteigen aufpassen, da oben schlägt man sich leicht den Kopf an, sitzt also ganz langsam. Dann neigen sich vor der guten alten Dame, 66 Jahre alt. Viel Spaß, ich steige als erster ein und komme in die Uhr. Okay. Also wie in Japan. Du nimmst doch einfach Platz. Wunderbar. Nachher. Das ist nicht schlimm. Das war einfach schon, oder? Oh, ja, ja, ich komme. So schnell geht die nicht los. Was? Ach doch. Das sind vergessen, dass ich noch brauche. Du hast ein Flugzeug, oder? Ach gut, der Röhrer. Ja, gleich Gleich der Röhrer. Fenster. Mein Schwiegervater, dem legen wir das in den Garten.
Ja. Ich komme gleich nochmal nachher nochmal. Startbahn rollen, möchte ich Sie noch darauf aufmerksam machen, wenn wir nachher Gas geben, wie Sie da in die Rückenlehnen gequetscht werden, Ihre Haare bzw. Ihre Backen nach hinten flattern, wenn wir mit der Überschallgeschwindigkeit von 115 km/h in die Luft entweichen und dort dann auch mit 190 rumknattern über Stuttgart, zuff, da wo diese Autos herkommen, die manchmal ein bisschen schneller fahren, als unser Flieger fliegt, aber die kommen ja in Stau, wir nicht. Da fliegen wir einfach weiter, 25 Minuten, kein Thema, sind wir schon in Schorndorf, die S-Bahn schafft das auch nicht. Schorndorf, Fellbach und wie sie alle heißen, Gebinge. Zum Schnotzen, zum Grumbiere essen, zum Prestlingsgesellz. Gar nicht so einfach. Schwäbisch, Dingschanelle muss ich mal wieder rausholen, aber jetzt geht's los, festhalten. Thank you.
der linken, rechten Seite sehen Sie die ganzen Kohlfelder. Filter nennt man das hier so in 3 Wochen. Dann brauchen wir überhaupt keine Air Traffic Controllers mehr oder die Leute, die uns elektronisch hierher führen. Da machen wir nur die Fenster auf und dann kann man Stuttgart riechen. So, nun geht es hier schon wieder rund und einen wunderschönen Blick haben Sie heute über dieses ganze Stuttgart Flughafen. Und auch können Sie da hinten der Frau Häberle in X gucken. Auf die Terrasse, da gibt es heute, wie gesagt, Pechtli, Kuchen mit Sahne, Emsis, Kaffee. Traditionsfliegen
Wuppertal geflogen, da gibt es den Schneider, Schneider Haldeberg, Oberkopf und all die leckeren Sachen, die man sonst da noch so trinkt. Und wenn Sie aus dem Fenster gucken, sehen Sie 1, 2, 3 Motoren. Das sind die Motoren der Firma Pratt & Whitney. Und so, meine Damen und Herren, jetzt ist Zöslingen auf der rechten Seite. Wir können dann nachher vor allem schön Weltenfront sehen. Ja. Wir sind auf Kurs Zöslingen-Jäger aus. Wir werden kurz Hallo sagen, weil das ein Flugtag ist und die kurz begrüßen. Anschließend geht es dann weiter über Esslingen und Kochingen. Ja, und jeder dieser drei Motore hat natürlich oben drauf noch eine kleine Anzeige, das mit dem Sprit, mit der Uhr, das ist der Spritanzeiger, und da kann man sehen, wie viel Benzin wir noch haben, und da würde ich die Damen und Herren in der ersten, dritten Reihe von vorne überbinden, darauf zu achten, wenn es so Richtung Null geht, mir eben Bescheid zu sagen. Wie gesagt, mein Schwiegervater wohnt in Schorndorf und er kennt jemanden an der freien Tankstelle. Da kriegen wir dann schnell eben fahren, ein sogenannter Freien. Und ganz vorne an der Flügelspitze haben wir nochmal so ein langes gelbes Rohr, das ist das Staudruckrohr, damit misst man die Geschwindigkeit in der Luft. Und die runzlige Haut hat nichts mit dem Alter der Dame zu tun, sondern das war eine reine Stabilisationsangelegenheit, die der Junge in all seinen Flugzeugen eingebaut hat. So, jetzt komme ich erstmal durch mit dieser berühmten Nadel, die Sie alle bekommen. Und dann komme ich später nochmal mit der Postkarte, da ist der Stempel des heutigen Tages drauf, wo wir hingeflogen sind. Und all die anderen tollen Sachen. Und wenn Sie das jemandem schicken, der sich Briefmarken irgendwo hinlegt, beziehungsweise Sammler ist, der wird sich darauf freuen, dass er das bekommt. 2,50 heute zum Einsatz. Und hier unter uns ist dieser Flughafen, den wir besichtigen wollen. Und ja, ich bin auf dem Wege.
Seite kann man schön Eichschieß sehen und auch Kummert. Dann Weinbandpfeile und hohen Gären auf der linken Seite langsam in Sicht. Ja.
Verkehr. Da liegt natürlich Reutlingen, davor Metzingen. Vigo Westfans, alle aufgepasst auf der linken Seite.
mal versuchen, solange der Herr Bendig hier bei mir bleibt. Und dann kann man da vorne mal schön schauen, wie man ja schön schauen kann. Schau einmal hinaus. Ja, das ist...
Wagenknecht oder kein Gute. Ja? Kann sein. Nee, also er. Das ist nicht so mein Ding, sag ich ganz ehrlich. Ja, und wusste man denn nicht auf die persönlichen. Er führt das sehr auf. Ja, und er will abbauen und er versucht es auf seine Weise, Leute loszuwerden. Ne? Ja. Brutal. Total. Ja. Ich habe auch immer eine Gnadenfrist gekriegt. Ne? Ja, und bei Kondo ging das gleich weiter. Haben Sie gesagt, sofort. Klar, auf jeden Fall. Da muss ich auch noch mal hin. Ja, wunderbar, ist doch in Ordnung. Ja, klar. Der Dings ist auch bei Kondo, der ehemalige. Michael Damm. Ja. Guter Freund von mir. Ist ja wahrscheinlich auch ein Geschaster vom Reimer. Ja, Michael Damm ja irgendwo auch. Alle. Ja. Alle. Also Kondo hat mit am Abstand am meisten von Singapur, ja, also von Reimer. Also das ist. Aber das ist einfacher hier, ja. Personal bin ich auf jeden Fall. Wenn ich Schönbuch sage, denke ich an den Personal, wo er zurückkommt. Und ich jetzt einmal kurz genommen auf diesen Funkturm, der da mit dem Schönbuch drin steht. Das ist für Sichtflugzeuge die Anflughilfe, um nach Stuttgart zurückzufinden. Und dann sind wir auch gleich wieder zur Landung da. Eine halbe Stunde ist gerade abgelaufen. Also müssen wir noch ein bisschen Gas geben. Ich hoffe, es hat Ihnen allen sehr viel Spaß gemacht, genauso wie uns hier vorne. Auf der rechten Seite sieht man nochmal die Alpkante. Heute bei herrlichem Wetter, wirklich fast von der Deck bis zum Hohenzollern. Und auf der linken Seite kann man jetzt auch noch sehen Sindelfingen und Böblingen. Und man sieht über den Schwarzwald ein paar Kummeli, aber der Regen, von dem uns die Wetterfrische heute gewarnt hat, der ist dann doch sehr ausgeblieben, Gott sei Dank. Vielen Dank, dass Sie mit uns geflogen sind, sage ich dann, und hoffentlich bald wieder.
Sagisaka, also mein Stellvertreter. Die haben den auch abgebaut, ne? Chines? Nee, ja, Japaner. Sagisaka. Und sie hatten die auch eine japanische Frau, oder? Ja, ja. Und die haben sie mit? Ja, klar. In Tübingen. Ja, auf jeden Fall. Geht sie gut dann jetzt hier? Sehr gut. Ja, gut. Also wirklich, das ist kein Vergleich. So, die Lebensqualität ist... War nicht so dramatisch dann im Endeffekt. Nee, also, nein. Aber überhaupt nicht. Ja, hier auf der linken Seite sehr schön zu sehen, auch das Condor-Büro. Ja, Condor kennt ja kein Mensch. Da ist der Thomas Cook. Darum muss man da immer hingucken. Mount Cook, look. Ich auf die Condor Cook. Ne, Thomas Cook. Das ist ein Werbeslogan von mir. Kostet Geld, wer den verwerten will. Ja, und wunderschön wieder Brokkolisalat. Und auch all die anderen Sachen. Da hinten sehe ich gerade der dicke Jumbo von dieser European Airline, der will auch abfliegen. Das ist nur ein Charter, der ist aus Vancouver gekommen, fliegt weiter nach Moskau heute. Ferry. Das ist ein britischer, ja. Ich weiß nicht, was die machen. Die Leute? Menschen? Ich denke ja. Ich glaube ja. Ach ja. Uralt, ja, aber Stuttgart sieht doch nicht schlecht aus. Stuttgart sieht ja toll aus. Ja klar. So, schön ich habe voll Lanze. Super. Schön bemalt, das ist uralte Teil. Ja. Ja. Auch. Wir vermissen unseren Stationsleiter in Kix schon seit Jahren. Seit Monaten. Seit Monaten und Jahren. Und wir mussten erfahren, dass es ihm hier auch gut geht. Also. Ein trauriger Börser. Ja. Auf Wiedersehen. Servus. Dicken Jumbo gucken sie uns jetzt zu, wie wir das machen hier mit der Landung. Und da wir ja der Jumbo der 30er Jahre sind, werden die sich ein wenig vergleichen mit uns, ob wir das auch gut und richtig machen. Ja, das war doch toll, bunter, weiche Landung, da kann man doch gar nicht anders sagen. Das ist doch ein Fettler. Es ist doch ein Fettler wert. Ja, jetzt kommt der Schwanz runter. Und jetzt sind wir ganz ohne. Ja, meine Damen und Herren, wie gesagt, alles hat ein Ende. Nur die Wurst hat drei. Sie wissen ja, drei ist vorne, hinten ein Ende. Und wenn man sie aufgegessen hat, ist ganz Ende. Ihre Ju-52-Crew von heute möchte sich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie mit uns geflogen sind. Natürlich auch herzlich verabschieden. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn wir uns bald einmal wiedersehen würden auf einem der vielen anderen Lufthansa-Flugzeuge. Das war jetzt Werbung pur.
und da bekommen sie dann alles doppelt, also zwei Postkarten. Nee, ich meine jetzt so mehr so Pommery vom Fass und Kaviar und Gänseleberpasteten und tolle Sachen. Also, was wir immer sagen, das Gefährlichste am Fliegen ist so der Weg zum Flughafen und wieder nach Haus. Darum wünschen wir dir jetzt noch eine angenehme Heimreise oder einen schönen Tag noch hier am Flughafen, schönen Sonntagnachmittag. Und wenn Sie nachher die Treppe hier wieder runterkrabbeln, über die Sie vorhin reingekommen sind, die ist nicht größer geworden während des Fluges. Also schön langsam eine Hand an die Reling und damit ich sehe, dass es Ihnen gefallen hat, schön lächeln. Und Tipp von mir, am besten steigt man rückwärts aus und dann geht das am einfachsten. Und nachher schön langsam, weil ich muss erstmal hier wieder alles bereit machen für Sie. Für Sie und nochmals für Sie für heute alles Gute, auf Wiedersehen, tschüss und ade. Ciao, danke. Gibt es das auch schon auf CD? Das ist schlimm. Das wäre noch eine Marktlücke. Die Foto wache. Oh, der Jumbo geht rauf. Der Jumbo geht rauf. Ja, meine Damen und Herren, ich habe gerade gehört, der Jumbo ist heute Morgen, gestern Morgen aus Vancouver gekommen. Vancouver und ich heiße ja Wellenophüsen, also die Holländer, die waren überall, haben damals da diese Stadt gegründet, ganz im Westen. Und jetzt fliegt er weiter nach Moskau. Wow, Moskau, da, wer weiß, was er da alles so holt. Moskauer, Moskowiter, sehr wahrscheinlich Wodka. Na, jetzt geht es los. Soll ich Ihnen noch sagen, dass ich heute 33 Jahre bei dieser Firma bin. Heute wird noch schwer drauf gemacht. Und als ich 1969 das erste Mal hier am Flughafen war, da gab es da eine Terrasse, da konnte man draußen sitzen, da gab es ein Tässchen Kaffee und ganz wenig Flieger. Und ich mittendrin. Ich wohne ja in so einem Kaff da in der Nähe von Frankfurt, Liegelsbach, da haben wir unseren Flughafen. So. Schön langsam, ich komme gleich wieder. Sie geben mir das raus. Du, besser, du gibst mir die. Du gibst mir die Fahne. Ja, du musst auf meine Reise mal kosten. Ja? Du musst auf die Fahne gehen. Ja, ja. Du musst auf die Fahne gehen. Ja. Meine Idee ist gut, ne? Der Hebel umlegen. Ach so. Der muss das machen. Natürlich, wichtig. Hoch. Da oben, ne, da oben. Ja, ja. Alles sehr gut. Vielen Dank.
So, kommen Sie mal rein. Neuheit abgibt, weißt du. Aber das auch nicht.
Wir müssen ja wieder nach Hause. Ach so. Zu ja, meiner Frau, die hat immer so ganz alte Butterbrote da noch liegen. So ganz. Thank you.